ins Game reingesprungen hier. Wir sehen einen der Mitfavoriten, würde ich sagen, um hier ins Money zu kommen bei der Legacy of the Ultras League. Den Blei, der ja ziemlich viel die Beta dominiert hat, sozusagen. Aber natürlich steigen die anderen Pros so langsam aber sicher mit ein. Denn hier haben wir den blauen Protoss Patience, der, würde ich sagen, in der ersten Woche noch nicht, also eher gezeigt hat, dass er nicht viel Legacy of the Void spielt, aber sich dann im nächsten Match ziemlich hart verbessert hat. Von dem her bin ich mal gespannt, was sie gegen den Blei auspackt. Blei ja auch schon in HOTS immer ein sehr eigener Spieler gewesen, hat sich nicht immer ans Metagame angepasst und hat da so seine eigenen Strategien gefunden und erfunden sogar. Von dem her in der Beta noch unberechenbarer. Und da ist immer interessant zu sehen, wie so ein Standardspieler, würde ich ihn jetzt fast nennen, wie Patience darauf reagiert. Ja. Tja, der Blei hat es ja bis zum allerletzten Tag in HOTS noch durchgezogen, auch seinen Cheeses durchzuspielen. Ist ihm alles egal gewesen. Das Meta konnte so durchtrainiert sein. Er hat dann auch seine eigenen Dinger. MC Ober fragt, was gibt's denn heute noch alles? Wir haben jetzt noch Patience gegen Blei und wir haben noch ein weiteres Spiel und das war... Tja, schon vergessen in meinem Leben. Ich auch. Es war noch eins. Also wir haben noch zwei Best of Fives, das hier und noch ein weiteres. Und dann wären wir für heute durch, hätten wir vier Best of Fives im Lotus gehabt und sind morgen dann wieder zurück mit dem Subscriber-Turnier. Ich hoffe, ihr meldet euch an, techtv.net. Ich werde es gleich nochmal zeigen. Das ist ganz, ganz wichtig, Freunde. So. Ja. Und ich habe es vorhin schon mal angesprochen, der Blei spielt da sehr gerne Road Opening gegen Protoss. Ich kann mir auch denken, dass er einfach gegen Adepts schon so verloren hat, dass es sich einfach gespart hat. Und ja, die neuen Burrow Roaches ist natürlich auch richtig gut und muss man so lange nutzen, solange man es noch kann, denn Roaches bekommen bald ihr Movement Upgrade wieder zurück. Das heißt, kein Abuse mehr hier auf T1 mit den Burrow Roaches. Übrigens live.techtv.net für den Vote. Er ist live. Geht drauf. Votet Blei oder Patience. Ich bin gespannt, was ihr sagt. So, mal gucken. Der Blei hat hier schon richtig viel angespart. Wird jetzt wahrscheinlich so 7 Roaches rauspumpen oder 5 werden es. Vielleicht baut er noch eine. Und die dann über die Map schicken. Versuchen da ein bisschen Eco-Schaden zu machen. Denn wir sehen keine Cannon hier bei Patience. Der verlässt sich da voll und ganz auf sein Force Field. Und der Sentry hat jetzt nicht das allerhöchste DPS. Von dem her werden die Roaches da, denke ich mal, gut Schaden machen. Und er hat auch null Scout, also keine Infos über der Map. Hat nicht mal den Roadrun gesehen. Und das könnte übel für ihn ausgehen. Er hat einen Stargate im Bau. Also wenn er sich bis zum Void Ray durchkämpfen kann, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Aber, ja, wie gesagt, sollte noch Pre-Patch gespielt worden sein. Von dem her können die Roaches einfach unterm Force Field durchgraben. So sieht's aus. Und dann könnte es übel ausgehen hier für den Patience, dass er da schon viel Schaden nimmt. Boah, selbst die Sentries stehen da nicht bereit. Also nicht, dass dann Force Field den Unterschied macht, aber trotzdem, selbst wenn... Er hat aber auch einfach nichts, um richtig Schaden zu machen, ne? Also die Oracles gegen Roaches natürlich... Oh, sieht er das wenigstens? Man kann das ja sehen, den Boden. Ja, mit Adleraugen sieht man sowas, aber da musst du schon... Guck dir mal, wie klein der Schatten ist. Er hat's gerafft. Ja. Nee, er wollte... Oh mein Gott, er wollte nur auf die Plates gehen. Tja. Oracle ist da. Oh, Stasis Trap wird aber zerstört von der Roach. Das war knapp. Und jetzt hat das Oracle keine Energie mehr. Und da ist so wenig DPS hier, nur der Mothership Core. Macht gar nichts. Ja. Ein Oracle, ein Mothership Core. Und ihr seht ja, was für ein Schaden da gemacht wird. Ja, der Heal von Roach ist so viel krasser. Boah, geht auf Stargate. Warum? Warum nicht die Probes? Der Void Ray kommt so oder so raus. Und sicher? Ganz sicher bin ich mir nicht. Also ich glaube, der könnte... Boah! So eng. Oh, 150 oh mein AP. Gott, er schafft's! Oh, der geht down! 20 AP und der Void Ray kommt nicht raus. Also jetzt würde ich sagen, war die Entscheidung ziemlich gut. Da sieht man Blei, besserer Spieler als ich. Decision Making läuft bei ihm. Ja. Und jetzt Overcharge angedrückt. Wie hat er denn Detection hier? GG, gar nicht, so wie es aussieht. Das war das 1:0 hier. Boah, heute werden die aber alle vernichtet. Ja, das ist ja nicht mehr feierlich. Das ist ja nicht mehr feierlich. Der Olli 2301 sagt, hallo Take, wollt ihr nicht mal Dota 2 streamen? Momentan nicht. Wir hatten es ja mal probiert. Aber wir haben auch keine guten Leute dafür und es ist auch... der Timo. Der Mollum. Unser größter Dota-Fan hier. Aber vielleicht irgendwann mal in einem späteren Leben. Vielleicht, wenn der Timo sich verdreifacht und noch bessere Witze hat. Dann könnte ich es mir vorstellen.
Ja, aber ja, sind noch ein bisschen davon entfernt. Sag mal, was macht der Typ eigentlich dir? Der läuft jetzt zum sechsten Mal nach links und rechts. Der kann auch sagen, was die zweite Series war. Ja. Was war die zweite Series nochmal, Simano? Die letzte. Nicht Bly gegen Patience, sondern? Ach, stimmt, der ist zu verzeihen. Ja, stimmt. Aber eigentlich eine ganz gute Partie. Ja. Trotz des Matchups. Wobei, ach, das ist eigentlich ganz gut in vor Legacy. Vor allem ZVZ haben wir noch nicht so oft gesehen in Legacy. Ja. Nee, da geht was. So, ich habe übrigens, tschüss, hier noch was am Stissel. Nämlich den Fleemaster, der hat auch wieder ein Ohr reingehauen und der will immer die bescheuerten Texte vorgelesen haben. Hey Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey, in Klammern PS, bitte alles lesen, Zwinker Smiley. Das Mutterschiff sitzt am Fluss und angelt nach der Kokosnuss. Die ganze Toss-Armee brüllt, wo ist die Zerg-Armee? Wer hat die Zerg-Armee geklaut? Ist das dein Ernst? Steckt da irgendwas dahinter? Ich weiß es nicht, aber vielen Dank, ja, erstmal dafür und nochmal vielen Dank für diesen wahnsinnigen lyrischen... Für die Message. Ja, die Message dahinter wird wahrscheinlich viel tiefgründiger sein, als wir vermuten. Ja. Aber man spürt es auch, wenn man es liest. Man blickt es noch nicht so ganz. Ja. Das ist halt immer der schönste Support, der von Herzen kommt dann. Solchen Namen. Gestern habe ich Soul Surfer geguckt, kennst du den? Mit so einem Mädel, die... Also so ein Mädel, die Pro-Surfer werden wollte und dann hat ihr ein Hai... Habe ich von gehört, aber habe ich noch nicht gesehen. Ne? Ich will jetzt auch nicht spoilern. Aber das sieht man im Trailer, glaube ich, sogar. Ja? Okay. Achso, aber das ist auf wahren Begebenheiten auch, die Geschichte. Naja, auf jeden Fall, die spürt dann auch, wie die Welle kommt. Die sieht dann noch keine Welle, aber sie weiß es. Da kommt am Ende so eine sicke Welle. Und sie reitet natürlich auf der fettesten Welle der Welt, weil sie hat das im Gespür gehabt. Dieses eine Mal. Naja, okay. Naja, aber so ist das halt. So spüre ich auch den Text. Das wollte ich eigentlich sagen. Sehr gut. Ja, also im letzten Game hat man wieder ein bisschen sehen können, dass der Patience, glaube ich, einfach nicht so viel Legacy spielt wie der Bly. Und der Bly weiß da einfach schon, was er tut. Und jetzt mal gucken, ob der Patience vielleicht doch noch ein bisschen rumexperimentiert, was Strategien angeht. Übrigens, der Silvano hat Rückenschmerzen. Ja. Der Arzt hat ihm gesagt, seine Muskulatur ist vielleicht entzündet. Streitet Silvano aber ab. Vehement, er sagt, er hat nicht falsch trainiert. Würde mich auch... glaubt. Ja. Jetzt ist er gerade nicht da, das heißt, er kann es nicht hören, was wir sagen. Aber ja, also... Der Arzt, do you even live? Bro. Ja. Bro. Und er so, das kann nicht sein. Das muss was anderes sein. Der hat keine Ahnung, der Arzt. Hat mir jemand gezeigt. Also muss es stoppen. Ja, aber ich wünsche ihm trotzdem gute Besserung. Ja, ich Silvano. Auch. Wir werden ihn wahrscheinlich nicht mehr so häufig sehen diese Woche. Achso, Fleemaster, den Text. Ach stimmt, das Lied kenne ich. Hier kommt die Kokosnuss, hier kommt das, der das da, ne? Ich kenn's nicht. Doch, das habe ich schon mal. Oh, diesmal Speedling Opening hier von Bly. Also kein Instant Roach Warren. Und mal gucken, ob er damit ein bisschen Schaden anrichten kann. Hier ist natürlich schwer zuzuwollen auf der Map. Ach, jetzt habe ich's auch gerafft. Ein bisschen länger. Mann, hat nur ein bisschen gedauert. Oh oh. Tja, jetzt mal gucken, ob die Speedlinge da was reißen können. Speedling Upgrade ist noch weit entfernt. Erste Zealot ist auch schon draußen. Also jetzt wäre Zeit zuzuwollen. Was ist das denn? Oh, da muss er auf den Pylon noch. Ne, der Zealot. Ja, der Zealot ist am Start. Ah, trotzdem, wenn die da durchdrücken, könnte es durchaus reichen. Macht aber nicht. Das wäre jetzt ein bisschen Waste, wenn ihr mich fragt. Sieht zwar die Robo, also kann sich da schon mal drauf einstellen. Aber baut jetzt nochmal 6 Linge? Da sehe ich den Sinn noch nicht so ganz. Eine Probe hat er auch noch nicht erwischt. Und jetzt sind die langsam hier schon angeschlagen. Vielleicht eine Probe aus dem Gas. 2 sogar. Ah, das war doch nochmal ganz okay. Und noch eine Probe. Da sollte Patience ein bisschen besser aufpassen. Aber spätestens jetzt hat er es hier zurückgeschlagen. Bly nimmt währenddessen die dritte. Baut nochmal 10 Drohnen. Und mal gucken, was sein zweiter Schwungling hier anrichten kann. Jetzt ist mittlerweile aber zugewollt, also wird es wohl nicht allzu viel sein. Einfach ein bisschen den Protoss unter Druck setzen. Aber der Sentry kann natürlich auch noch mit draufhauen und den Notfall in Force setzen. Ich meine, er ist jetzt in den Drohnen-Count schon vorm Probe-Count. Das ist normalerweise, zumindest in Heart of the Swarm, nicht üblich gewesen bei dem Supply. Aber er will irgendwie auch ein bisschen pressuren, wie wir sehen. Die Mortals im Bau, Gates sind gleich auch alle da. Mal gucken, was da kommt. Ja, neuer Immortal-Push auch richtig sick mit dem neuen Warp-Prism. Oh, ja. Da kam er irgendwie durch.
und kann nochmal alles abscouten. Stimmt noch nicht. Ist das dein Ernst? Zack, da geht er down. Ja, ich bin gespannt. Also Immortal Push sieht hier so ein bisschen danach aus. Jetzt sollen also langsam die Gates geedit werden und da kommen sie auch. Und da wird gleich hart durchgepusht hier von Patience. Keine Forge, keine Upgrades, kein gar nichts. Einfach nur Units, Units, Units. 7 Gates baut er hier. Ne, 8 sogar. 8 Gates baut er hier. Und ja, damit kann man gute Action machen. Bly auf der anderen Seite geht auf Spire. Und ich glaube fast, dass man das da nicht halten kann mit nur Zergling. Aber vielleicht kann er mich auch vom Gegenteil überzeugen. Vielleicht mit vielen Spinecrawlern oder so ein Blödsinn und die dritte verlieren. Das ist natürlich ein neues Spiel. In Legacy haben wir viele Situationen noch nicht ausgespielt gesehen, die in Hots vielleicht ganz anders gewesen wären. So wie zum Beispiel Immortal Push gegen Spire. Und jetzt werden wir sehen, was passiert. Ja, mit den Lingen, wenn er vielleicht die Probe sieht, kann das vielleicht noch ein bisschen delayen. Jetzt sieht er den Push. Was macht er? Ah, zieht sich zurück. Oh, er geht schon drauf. Force hier ein paar Force Fields. Aber jetzt sollte er wieder disengagen, ja. Aber trotzdem schon einige Linge verloren, aber die Energie hat er natürlich ein bisschen weggezogen. Und er kauft sie natürlich richtig, ah, das war nice. Ja, richtig viel Zeit das hier. Das Pylon da, das ist wichtig. Für seine Mutas. Oh, kriegt's nicht down. Aber er schnellt natürlich so viel Zeit wie nur möglich. Ja, da kommt das Warp Prism, also Pylon eigentlich auch nicht mehr so wichtig. Ja, die Zeit, also das macht er echt gut. Sind auch noch nicht so viele Stalker rein. Und es sind jetzt sieben Mutas circa, die er bauen kann. Ja, aber sollte er jetzt auch andrücken? Warpt keine Stalker rein, also vielleicht können die Mutas ja doch nochmal alles aufräumen. Wie sieht's aus? Hat der Observer hier den Spire gesehen? Nein, er hat mit dem Observer, ist er nicht in die Mainbase gegangen. Sieben Mutas halb fertig jetzt. Blei muss noch mal ein bisschen Zeit kaufen. Und er warpt immer noch keine Stalker, er hat es noch nicht gecheckt. Das könnte hier nochmal das Spiel drehen. Jetzt heißt es mit den Zerklingen gut traden, beziehungsweise gut Zeit rausholen. Zwei Stalker ja, jetzt geworbt. Oh, er sollte zusammen mit dem Mutas fliegen, ja. Sonst hast du ein Problem. Sentries machen doch ein bisschen Schaden gegen Mutas. Oh, da geht das Warp Prism als erstes, damit keine Reinforce damit dazukommen. Die ersten Mutas werden gerade zurückgezogen. Da kommt vielleicht die bessere Idee gewesen, sofort auf die Sentries zu gehen. Ah, keine Stalker jetzt mehr. Oh mein Gott. Und jetzt sind die Linge im sind aber, die Mutas sind halt, ja, die zwei da stehen noch rum, jetzt. Machen gar nichts da rechts an den ja. Lingen. Was machst du denn da? Das war nicht so gut ausgespielt von Blei. Achso, du hast schon hier wieder. Ah. Hab ich vergessen. Ah. Oh, jetzt geht's hier auf die Sentries, die Stalker stehen auch im Abseits. Die kriegt er. Aber er hat ja auch alle Drohnen hier abgeräumt. Also selbst wenn er es hält, ist die Frage, kann Blei da noch im Spiel bleiben? Was machst du denn da? Oh, die Echse geht jetzt down. Auf die. Ist das dein Ernst? Der Blei, ey. GG von Blei. Also da wäre mehr drin gewesen. Warte mal, damit steht's? 1-1. 1-1. Okay, okay, jetzt, der Spirelight ist da, unser alter Heroes-Gott. Den wir hier mal gespielt haben damals. Achso, ja. Wenn der nicht so faul gewesen wäre, ne? Der war ja schon 14 Monate krankgeschrieben, weil er irgendwie eine OP hatte und konnte zocken, so wie er nur sich vorstellen konnte. Dann nicht durchgestartet. Als Pro. Zu faul. Oh. Was willst du machen? Hattest du mich eigentlich jetzt geedit? Ja. Nee. Doch, ich hab dich in der Friendlist. Ich hab Caster A, Caster B geedit. Add mal hier meine andere E-Mail-Adresse noch. Vielleicht ist das. Okay. Der andere Account, das kann auch sein. Ich muss den erst noch inviten, ja. Zack. So. Okay, warten auf Rifkin, dann geht's los. In der Zwischenzeit, nein, hat er das jetzt wirklich gemacht? Ist das dein Ernst? Wer hat was gemacht? Ist das dein Ernst? Erstmal liebe Grüße an PGene, also PGENE, donated 13,37 €. Ich habe die Kokosnüsse, Ausrufezeichen. Vielen, vielen Dank. Der Biber Norbert hat nicht gespaßt. Der Mann rastet wieder richtig aus. 126 € donated. Hat gerade im Chat noch eine Androhung gemacht. Soll ich mal die Hälfte von 100, von 250 donaten? Haben Leute sofort geschrieben, 125,5. Ich habe euch mal die Hälfte von 250 gespendet, habe aufgerundet auf von 125,50, nämlich auf 126. Ein Tribut an Kalle. Grüße dich. Hoffe, du bist gut angekommen wieder in Berlin. Und Biber Norbert, du verrückter Hund. Vielen, vielen, vielen Dank für diese richtig fette Donation. Freut uns natürlich extremst. Ja.
Ja, und jetzt fleißig weiter zuschauen. Noch haben wir einige Games und das BO5 sieht zumindest so aus, als ob es hier mehr als drei Maps gibt. Definitiv sogar. Gucken, was Map 3 so sagt. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass Blei gerade mit dem Mutas absolut scheiße gespielt hat, um es kurz zu fassen. Er hätte sofort auf die Sentries gehen sollen. Stalker aber rausnehmen danach. Er kriegt noch so viel Zeit geschenkt in der Mitte, was er ihm eigentlich das Spiel rettet, weil wenn der Protoss einfach rüberläuft, ist halt Default los. Und dann kriegt er noch das Geschenk und kann es dann nicht nutzen. PG-ni, oder wie liest man das vor? PG-ne? PG-ne, ja. PG-ne? Ja. Wenn er so ausschreibt, dann wird er wohl PG-ne genannt werden. Ich habe hier nochmal einen Hype rausgehauen, einfach für euch beide. So, und sorry für den Nickname, falls er falsch ist. Ich bin ein Noob. Ich glaube, die höchste Single-Donation bisher war 700 von Mike D. Ja. Die man auf dem Stream so verfolgen konnte. Ja. Also einzeln am Stück. Das stimmt. So. Weil einer gefragt hat. Ich sag das jetzt nicht so random in den Raum rein. So, du weißt ja, wir reden nicht in-game über... Ah, stimmt. Siehst du? Schon wieder... In-game reden wir nicht mehr über Donations und ja. Subs. Immer danach. Deswegen sage ich immer danach, was passiert ist. So. So, mal gucken, ob der Blei bei seinem Speedling-Opening bleibt oder ob er wieder auf Roaches umsteigt. Hat hier Edge First gespielt, ausnahmsweise mal, aber Patience hat auch in den ersten zwei Games keine Forge gebaut. Also kann man sich das durchaus mal erlauben. Ich muss tatsächlich sagen, Ken Rush habe ich noch kein einziges Mal gesehen, dass es geklappt hat in Legacy. Denn man hat einfach, man hat mehr Drohnen am Anfang zum Verteidigen. Und vielleicht ist das der springende Punkt dann, dass der Ken Rush nicht mehr so effizient ist oder halt einfacher verteidigt werden kann. Aber, ja, da kann man sich durchaus überlegen, öfter Hedge First zu spielen. Und jetzt gibt es hier wieder 8 Linge. Burrow Upgrade wurde erstmal gecancelt, also hat es kurz angedrückt. Ist sich vielleicht nicht ganz so sicher, auf was er hier hinaus will überhaupt. Aber das sieht nach einem aggressiven, ja, würde fast sagen All-In aus. Also baut jetzt hier schon mal 8 Linge. Die scouten die Probe, was schon mal gut ist. Aber auf der anderen Seite scoutet Patience auch die Linge. Kann also hier schon mal sicher gehen, dass alles zugewollt ist mit dem Zealot. Und wird es auch sein. Und der Blei im Hintergrund taggt auf den Roach Warren wieder mit Burrow. Und ähnlich wie im ersten Game könnte das viel Schaden machen. Also mal gucken, wie er hier, was er hier mit den Linken vorhat. Die sind nämlich ein großes Investment hier im Early Game. Und, oh, da steht er nicht sicher. Oh Mann, ist das dein Ernst? Hat er den Surround hier auf den Zealot. Boah, Patience. Pullt alle Probes. Das ist so bitter. Das kostet jetzt richtig viel Zeit. Mining Time. Vielleicht verlierst du noch ein paar Probes dabei. Ja. Also alle Probes, die hier immer weggezogen werden, sind quasi 5 Mineralien weniger in der Bank. Von Patience. Und ja, früher oder später hat man halt die Kosten der Linge wieder drin. Allein durch den Zealot haben sich hier schon 2 refinanziert. Das ist das gute alte Geschäftsdenken beim Strategiespielen. Und jetzt gehen sie hier wieder auf die Probes. Auf der anderen Seite der Map sieht man schon die ersten Roaches über die Map laufen. Ich hab Berlin gesagt beim Kalle, ne? Ich meine natürlich Hamburg. Berlin war... Wir waren nochmal aus Berlin hier vom Wochenende. Wer kam denn da nochmal aus Berlin? Vielleicht denkst du auch gerade an Nomi. Nee, es kam auch jemand aus Berlin. 4 aus Bayern, der Kalle aus Hamburg. Noch jemand aus Hamburg? Glaube ich. Und jemand aus Berlin. Wer war das denn nochmal? Oh, jetzt aber hier zugewollt. Halt, Kiri kam aus Berlin, aber der war vorher schon da. Diesmal zugewollt von Patience. Das gefällt mir richtig gut. Da können die Roaches natürlich nicht durch. Und das kauft ihm hier schon mal viel Zeit. War Prism ist jetzt fertig. Er hat War Prism First gebaut. Auch ziemlich ungewöhnlich. Oh, jetzt geht der Pylon aber down. Jetzt steht hier Forcefield. Ne, er macht nicht mal ein Forcefield. Aber bezahlt Instant dafür. Und die Roaches, kriegen sie den Stalker? Nein, aber gehen in die Mainbase hoch und das wird richtig ekelhaft zu verteidigen. Erst Immortal, jetzt erst im Bau. Die nächste Roach wird hier verteidigt. Schönes Mike von Blei. Rettet dann nochmal alles, was er hat. Und jetzt ist die Frage, was ist der Follow-up von Blei? Er baut keine Roaches im Moment. Hat 700 Mineralien, aber baut keine Drohnen. Da bin ich mal gespannt, was kommt. Auf jeden Fall macht er hier schon mal ein bisschen Eco-Schaden. Oh, den Pylon könnte er rausnehmen, aber jetzt vielleicht auch ein bisschen zu spät, denn Immortal kommt gleich. Und Patience hat es auch gemerkt, dass da ein Pylon steht. Oh, da gibt es Ravager. Oh, der Immortal wird hier angegangen. Oh, er aktiviert seine Schilde, tankt da nochmal ein bisschen Schaden und. Reicht ja, was um zumindest. Macht die Roaches alle. Oh, was kriegt der Ravager für den Schaden? Ja. Oh. Zack. Das hat der Immortal alleine geklärt. Ja. Wie viele Probes hat er verloren?
13 Probes gegen 8 Roaches. Und natürlich die Mining Time darf man nicht vergessen. Was kommt jetzt hier auf der anderen Seite? Oh, Blei mit dem Miss Rally. Rally da 7 Drohnen über dem Map. Hat zu Hause gar nichts. Also, Probe Count ist jetzt zwar 8 vorne, aber jetzt erst. Und wir sehen, dass die meisten Probes hier noch in der Mitte der Map standen und gar nicht gemeint haben. Also ist noch ziemlich knapp zwischen den beiden. Wobei ich den Vorteil jetzt einfach mit dem Tech-Vorteil da bei Patience sehe. Der hat da noch ein Warp Prism mit 2 Immortals drin. Das kann auch nochmal richtig viel Schaden machen. Vor allem mit dem neuen Schilden bei den Immortals kann man immer wieder einladen, wenn einfach die Schilde weg sind. Und Blei hat das jetzt gesehen, zieht sich aber nicht zurück mit seinen Roaches. Und da gibt es nochmal Adepts mit, zusammen mit den Immortals. Da geht's drauf, erste Roach wird hier angegangen. Da gibt's wieder Adepts, die natürlich gegen die, einfach alle Linge clearen und die Immortals sind dann quasi gegen die Roaches gedacht. Jetzt werden die sogar schon Drohnen gezogen, da geht's drauf, jetzt aber auf Creep, die Roaches sind nochmal ein bisschen schneller, Schilde werden aktiviert von dem Immortal. Kann jetzt nochmal einladen, macht er auch, schönes Micro hier vom Patience, der zweite Immortal kann auch gerettet werden und die haben beide so wenig HP, jetzt erwischt der Blei den ersten. Der zweite wird hier nochmal gerettet. Aber die Roaches werden Stück für Stück hier nochmal rausgefogen. Jetzt einladen! Oh mein Gott! Es ist so nervig. Da stirbt mein Zergherz und die Adepts einladen! Machen natürlich auch... Oh, da sniped er das Warp Prism. Das hat aber er hat trotzdem alles andere geklärt. Ja. Die Adepts hauen hier gerade schon auf die Queens Ohr nicht rein. Ja, Time Warp. Der erste, oh mein Gott, der sitzt! Der Nostradamus Time Warp hier. Und Patience muss sich wohl zurückziehen, denn die Roaches kommen wieder raus. Er hat keine Immortals mehr gegen die Roaches. Und der Blei hat da einen guten Job gemacht bei der Defense. Kann man nicht anders sagen. Da ist schön das Warp Prism ausgefokust. Und hier sieht es nicht so gut aus. Er ist auf 26 Probes geblieben, baut jetzt wieder welche. Und hat natürlich auch ein paar Drohnen hier vom Blei zerstört. Also richtig, richtig knapp hier zwischen den beiden. Jetzt geht es hier nochmal drauf an die Adepts. Die werden nochmal vom Immortal unterstützt, hier, der aus der zweiten Reihe schießt. Und die kommen selber nicht in ihre eigene Base. Dann wird er bestraft für seine Pilot Wall. Oh, Blei denkt jetzt, er hat keinen Observer, aber der nächste Observer kommt hier gerade rangerallied. Musste aufpassen. Das hätte übel ausgehen können. Es sind sogar 2 Observer hier. Und jetzt geht's hier auf den eigenen Pylon. Blei zu Hause, was taggt er? Er taggt auf den Lurker Dent, also ähnlich wie Stefano. Sieht ihr das Late Game? Ja, der Lurker. Kann natürlich richtig gut funktionieren. Und jetzt geht's hier nochmal drauf, macht er nochmal ein bisschen Stress, aber die Adepts halten so viel aus, da geht keiner down. Und Blei verliert aber auf deiner Seite auch keine Roach. Wird er nochmal rüber pushen? Jetzt hat er wieder 2 Immortals. Warp Prism ist wieder im Bau. Ja, und das sind so die ersten Anzeichen davon, dass der Protoss bald wieder über die Map läuft. Kann hier nochmal eine Roach snipen. Was mir auch wunderschön gefällt hier, diese Burrow-Dinge vom Blei. Da kann kein Protoss expandieren. Ah, den könnte er noch angraben. Aber er weiß Bescheid, der Protoss ist immer noch auf 2-Base und da kommt tatsächlich der Go. Und Blei baut da schon fleißig Units. 3 Hydras, 8 Roaches im Bau. Könnte aber knapp werden. Gegen Immortals, einfach saustark. Vor allem, wenn er hier wieder mit Warp Prism Micro auftrumpfen kann. Der Ling, wird er absichtlich zurückgezogen? Ne, der wird zum Watchtower gestellt. Und Lurker denn ist jetzt fertig. Ist die Frage, murft er die Lurker? Oder lässt es einfach als Hydras erstmal stehen? Das könnte nämlich nicht mehr rechtzeitig sein, dass die Lurker fertig sind. Ah, er hat die Ressourcen, aber er lässt es, so wie es aussieht, erstmal in Form von Hydra und will den ersten Fight gewinnen, der jetzt gleich genommen wird. Jetzt geht die Rampe hoch. Forcefields müssen hier sitzen gegen die Roach Hydra Armee. Oh, und da stellt sich Blei in eine Engstelle. Da werden die Sentry. Ja, Guardian Shield wird angedrückt und hier die Hälfte der Armee von Blei kann gar nicht schießen. Jetzt geht sie nochmal drauf, die ersten Roaches zerplatzen. Und auch die ganzen Drohnen wurden auch schon weggeschnetzelt. Jetzt geht's hier nochmal drauf auf den Immortal. Der wird gefokust. Erst die Immortal fällt. Aber da sind so viele Zealots. Und die Adepts machen auch richtig viel Schaden hier auf den Hydras. Da muss ich Blei nochmal zurückziehen. 9 Hydras jetzt wieder im Bau. Und gegen die Adepts Hydras nicht mehr so die beste Wahl. Die Queens fallen jetzt langsam auch. Nutzen mal ihre Transfuses. Aber da ist so wenig DPS beim Zerg. Die Hydras sterben einfach instant gegen so viele Adepts. Und da sieht man, das Game sollte gelaufen sein. Patience macht hier wohl das 2:1 hier gegen Blei. Der muss sich wohl was anderes überlegen. Als Early Roach Play hier. Patience hat das Mittel gefunden. Hat dann Overseer da.
Nee, da kann nochmal alles eingraben. Aber ja. Oh, er hat hier sogar noch ein paar Roaches hinter dem Mineral Line bekommen. Aber da steht eine Cannon, er hat die Warp Gates. Vier Roaches werden das Spiel ja nicht drehen können. Jetzt vielleicht nochmal mit den Drohnen-Adapts. Hauen alle Drohnen hier kaputt. Der Immortal wird gesaved vom Warp Prism. Wird sogar direkt angegangen jetzt hier von den Hydras. Aber schönes Micro-Rear von Patience. Immortal wird einfach stehen gelassen. Und alle Drohnen sind hier gefallen. Das ist die letzte Armee hier vom Blei. Wenn das fällt, kann er nichts mehr machen hier. Ja, die Devs, die danach gekommen sind, das sind einfach zu viele. Das wird nichts mehr. Selbst da unten, das hat er fast schon nicht clearen können. Hier Rest zwar hier noch so ein kleines bisschen, wird aber auch nicht mehr so viel ausmachen. Ich wundere mich, dass er hier noch so lange im Spiel bleibt. Er hat noch drei Drohnen irgendwo. Auf dem Map verteilt. Die Roaches machen hier immer noch Schaden. Aber zum Vergleich, der Patience hat noch 24 Probes. Und hat noch ziemlich viel Mineral in der Aufdeckung Kante. Ah, da geht's nochmal drauf. Die Roaches können die Adepts, glaube ich, sogar clearen. Und dann kann Blei hier wieder mit drei Drohnen Gas meinen. Aber nee, dann kommen die nächsten Warpins mit Stalkern zusammen. Das sollte es dann wirklich gewesen sein. GG! Patience macht das 2-1 gegen Blei. Und mal gucken, was sich der Blei jetzt so ausgedacht hat. Das war ja auch interessant hier. Ich mache hier gerade Live-Support für den Job. Für den Job? Für den Deko war das, glaube ich. Und schreibe schon mit Jörn hier. Ja. So, ich lade die Caster mal wieder ein. Bleibst du? Ja, ich bleib mal. Okay. Dann mache ich einfach weiter hier. Ja, ich freue mich tatsächlich ein bisschen aufs ZVZ. Denn, wie ich schmerzhaft feststellen musste, lassen sich Lurker eigentlich nicht vermeiden in Roach Wars. Also wird es wahrscheinlich selten 200 Supply Roaches gegen 200 Supply Roaches geben. Und da freue ich mich ein bisschen drauf. Ein bisschen mehr Varianz ins ZVZ. Dass es da ein bisschen mehr zur Sache geht. Und ja, wir sind in der... Moment, muss ich kurz den Score hier machen. Es steht 2-1 für Patience. Also sind wir in der vierten Map hier zwischen den beiden. Zwischen den für mich persönlichen King of Beta bis jetzt, dem Blei. Und dem Patience, der ja... Also neue Units hat er tatsächlich noch nicht so viel gezeigt. Hier so das gute alte Immortal Warp Gedollen. Und ja, aber wenn es klappt, warum seine Strategien ändern? Und schließlich geht es ja um viel Geld und dann natürlich lieber die altbekannten Büros spielen. Vor allem, wenn man da schon die Timings drin hat in etwa und genau weiß, wie es funktioniert. Ja. Ja. Forcefield setzen kann er auch. Also durchaus geschickt. Und Blei spielt schon wieder Hedge First und diesmal Patience mit einer Forge. Und jetzt könnte es hier tatsächlich... Alter, tatsächlich ist echt mein Hasswort mittlerweile. Da könnte es zum Cannon Rush kommen und da sehen wir es. Die Rampe wird einfach zugewallt. Blei kriegt hier keine Drohnen nach unten. Wie will er es abwehren? Er baut einen Spawning Pool. Geht er auf die Pylons oder nicht? Da kommt sogar schon eine zweite Probe. Also Patience hier wunderbar mit den Mind Games. Die ersten drei Games keine Forge gebaut. Und jetzt haut er hier einfach mal einen Cannon Rush raus. Und Blei... Boah. Also ich meine, man hat mehr Drohnen wie in Hotz. Man sieht, hier wird noch viel gemeint und trotzdem kann man hier den Pylon angehen. Bin ich mal gespannt. Aber die SimCity, eine Cannon wird hier geblockt, jetzt gehen die Probes. Echt viele Drohnen, also ja. Ich sollte noch ein paar mehr da lassen, genau, für die zweite Cannon. Jetzt den Pylon noch angehen. Ja, fürs Pylon, genau. Da hat er ein bisschen rumgebackt. Da, weiter! Oh, da darf man in so einem Moment nicht pennen, ich glaube, das reicht nicht aus. Macht es nochmal zu, ne? Oh ja. Oh Gott, da geht's auf die Drohnen, das ist so teuer. Ist das... Aber sie schießt nach oben. Ich habe das Gefühl, die machen kaum Schaden gegen die Cannon. Ja. Aber warte mal, wenn das ist out of... Ja. Oh, out of energy! Und die ersten Zerklinge sind im Bau. Oh mein Gott. Das hält sich noch in Schaden. Also vier Drohnen verloren, aber wir sehen, der Protoss hat dir viel, viel mehr Ressourcen ausgegeben für den ganzen Spaß. Und Blei defendet das nochmal. Rennt hier direkt rüber. Das heißt, der Protoss ist gezwungen, hier auch nochmal direkt zu investieren. Und die Cannon... Ich weiß nicht, ob die rechtzeitig... Oh mein Gott, Blei, pass auf! Da ist noch eine Drohne in deiner Base. Er hat es eigentlich gesehen.
Ja, hat auch die Zerklinge zurückgezogen. Gute Entscheidung hier. Und auch ein bisschen frech hier vom Patience, weil sie dem Bleider nicht die Defense gönnt. Ja, und er kann jetzt hier einfach hochdrohen. Er weiß, für die nächsten 5 bis 8 Minuten kann vom Protoss eigentlich keine Aggression mehr kommen, dadurch, dass er hier so viel investiert hat. Und ja, das ist natürlich was, was man als Zerg gerne hört. Da kann man einfach den Drohnenknopf drücken. Ununterbrochen. Und da hat er sich auch die richtige Map dafür ausgesucht. Denn hier auf Ruins of Seras, ihr seht's, da sind, ich glaube, da waren halt mal gesagt 22 Echsen oder so. Aber ich bin jetzt auch zu voll nachzuzählen, ehrlich gesagt. Deshalb glaube ich ihm da einfach mal. Und ja, Blei easy defended. Das führt jetzt natürlich dazu, dass das Game ein bisschen langsamer anfängt als andere Legacy Games. Denn beide können ja also wirklich einfach nur makroen. Ist der Deko noch da? Oder Darko? Darko, sorry, Darko. Der Jörn schreibt gerade, hey, weißt du nochmal, wie der heißt, der junge Mann? Darko 22188? Ja, ja, der hier gerade war. Was ist denn der? Achso. Hab ich den jetzt zuletzt gesehen? Irgendwo hier. Da, Darko, ja, 22188. So. Jetzt mal gucken, der Blei, das kann er nochmal scouten, also wird er, oh, da sollte er mal hier an den Rand laufen, aber sieht die Robo erstmal nicht, wurde jetzt hier sogar die dritte Edge, das wird auch allerhöchste Zeit. Trotzdem ist der Protoss, was Probes angeht, nicht weit hinten, jetzt erst 4 Drohnen hinten, also das sieht öfter mal schon schlimm aus, zu dem Zeitpunkt im Spiel. Hat der Blei vielleicht doch ein bisschen viel Schaden genommen am Anfang durch den Drohnenpull. Aber gut, Zedet läuft jetzt über die Map, will wahrscheinlich auch abscouten, ob da eine dritte gesetzt wurde vom Zerg, wenn er denn dahin kommt. Und der Blei wird vielleicht versuchen, den Zedet vorher rauszunehmen. Jetzt hat er die Chance dazu. 4 bis 5 reichen eigentlich in einer guten Position, aber Patience macht das hier schön. Stellt den Zedet hier in so eine Engstelle. Schon das Micro von Blei, rettet dann Zergling und nimmt den Zedet raus. Also keine Infos hier für Patience. Der fragt sich jetzt bestimmt, was bei Blei abgeht. Und ja, man muss was dagegen tun und da kommt auch die Probe. Die sollte sich jetzt endlich mal zum Scouten bewegen. Der Blei will natürlich verhindern, dass der Patience die ganzen Infos kriegt und jagt alle möglichen Units, die hier rumstehen. Und der Tagling, der hat echt einen großen Bogen um die Probe gemacht. Die fährt jetzt nämlich los und oh mein Gott, wird er den Pylon sehen? Oh ja. Aber knappes Ding hier, der Overlord fliegt auch nochmal drüber. Also Pylon wird hier gesehen von Blei, da werden instant 7 Roaches angebaut mit Speed und Burrow Upgrade. War Prism ist auch schon am Start mit einem Sentry. Oh mein Gott, fliegt er jetzt einfach in die Main rein und fängt hier sozusagen so einen Gateway-Push an. Oh, die Zerklinge alle out of position. Spawncaller steht hier aber fürs War Prism. Also Blei hat da gut reagiert. Geh auf Sentry, kein Force Field. Oh mein Gott. Schön gerettet. Oh, das War Prism geht aber down. Okay. Und jetzt alles defended hier. Also da kann er nichts mehr machen, auch mit 4 Depths nicht. Ausnahmsweise. Ja. Jetzt mal splitten die Roaches, genau. Macht alles richtig. Vielleicht wird hier, nee, da wird auch schon rausgenommen, der Pylon. Also Blei, wirklich wunderbar gespielt hier. Lässt nicht drauf ankommen und steht safe. Ist ein bisschen zu Blei-blocked, aber da kommen schon 6 Overlords. Und dann kann er endlich wieder hochdrohen. Ist jetzt mittlerweile schon 15 Drohnen vorne. Vom Protoss. Und baut jetzt Inspire. Also ziemlich optimal für ihn. Denn auf 2 Base kann man nicht mit Stargate verteidigen. Also selbst wenn er jetzt ein Stargate baut und Phönixe durchpumpt, früher oder später hat man den Vorteil mit dem Mutas. Also ist der Protoss gezwungen, hier eine dritte zu nehmen, was natürlich schwer wird, weil alle seine Forces hat er hier schon verloren und hat nichts zum Defenden. Und jetzt muss er sich entscheiden, bleibt er auf Robo oder geht er auf Stargate hoch? Vielleicht, wenn er was vom Spire mitbekommt. Oh, jetzt muss ich erstmal defenden. Oh. Wird nochmal gerettet, der Immortal. Oh, aber da kann er, die Roaches nimmt er locker raus. Ja. Einfach eine scheiß Position für die Roaches. Warte mal. Oh. Auch gutes Micro hier. Da oben wird es ein bisschen schwieriger. Ja, kann er vielleicht ein paar Probes töten, aber die Immortals sollten da genug sein. Boah. Hat er einen Observer? Hab ich auch gerade gedacht, der war eigentlich schon eingegraben. Der Schuss war... Gucken wir mal. Er hat einen Observer, aber der ist in der Mitte der Map. Also Blei hier wieder super nervig unterwegs. Geht jetzt mit der Hälfte der Roaches in die Main. Die andere Hälfte bleibt hier erstmal nach vorne.
will in der Ex ein bisschen Stress machen. Oh mein Gott, dieser Atosis-Pylon! Oh, da steht noch ein Immortal. Den kann ich hier rausnehmen. Oh nee, wird nochmal knapp, die Schilde helfen da gut aus. Jetzt der Observer endlich in der Natural angekommen. Da geht's auf den Immortal, schön ins Mikri, aber von Patience, der nochmal seine Probes dazu holt, um hier alles zu verteidigen. Jetzt nochmal vier Roaches, machen sich auf in die Main, wollen eventuell den Immortal letztendlich schnappen. Aber der Observer ist auch hier da und Angriff ist die beste Verteidigung. Wenn alle Roaches schon totgeschossen sind, kann auch keiner mehr angreifen. So sagte ein altes chinesisches Sprichwort eines Kriegsführers. Und jetzt gehen die ersten Mutas hier über die Map. Also hat die Roaches eigentlich noch ganz gut hier abgetradet, dafür, dass es eigentlich nicht mehr gebrauchen konnte. Und jetzt muss er halt mit dem Mutas so lange Stress machen und Zeit kaufen, dass er, ja, dass der Patience hier einfach gar nicht mehr aus der Base rauskommt. Dann gibt es auch keine Gefahr hier für Blei. Jetzt geht's hier auf den Pylon. Ne, GG schreibt da instant. Und das war wieder gut runtergespielt von Blei. Ganz im Gegensatz zu den anderen Maps. Du wirst gefordert, dass du gleich noch ladderst. Sauber. 6 Stunden machst du? Aber die Woche ist halt echt schwer, ne? Warum? Ja, Fokus im Lotus im Fokus. Lotus im Fokus. Der Locus im Fokus, ja. Muss ich halt noch zusammensuchen, die Matches, ne? Dann die ganzen anderen YouTube-Videos. Dann muss ich für den Silvano casten den Rest der Woche. Na wegen und? Seinem Rücken. Na und? Dann bin ich echt müde. Was machst du denn schon wieder nachts? Darf ich nicht sagen. Okay. Auf dem Jugendsender. Ich bin nicht so ein Moneyboy. Dann sollst du langsam mal aufhören mit diesen Sachen, da die du nachts treibst. Im Club. Nur auch arbeiten. Erstmal anfangen richtig zu arbeiten, das wäre schon mal was. So. Vielleicht, ja. Kommt drauf an. Hier. Marilena und Tobi können ja für dich was schneiden. Ich habe schon ziemlich viel abgegeben eigentlich von meinen Aufgaben. Also machen die jetzt schon sowieso mehr als du und du beschwerst dich noch? Ja. Soll ich jetzt Marilena noch hier zum Kasten herholen? Ja, cool, hä? Ist das dein Ernst? Oh Mann, ey. Oh lol, Ion Sun sagt gerade hier, die Post streikt unter anderem auch, betroffen sind die großen Städte, aber da sind halt auch die Umschlagplätze, meint er, wo die sich wohl treffen und die Sachen weiterschieben. Also Darko, wenn das natürlich wirklich so ist, dass die Post mal streikt, ja, dann kann ich natürlich, dann wird es schwierig, dann kann ich nicht versprechen, dass es ankommt, aber wir haben es wohl letzte Woche Donnerstag oder Freitag schon verschickt. Normalerweise kommt das eigentlich dann heute an. Spätestens morgen, meiner Meinung nach. Aber ich hoffe nicht, dass sie noch länger streiken. Das wäre schon frech. Also zumindest das Paket noch länger verschieben. Ich meine, da wird ja gestreikt, aber nicht alles wird ja flach liegen. Da wird ja wahrscheinlich dann so Notservice sein, wo dann halt alles ein bisschen delayed kommt. Ja. Oh Mann. Wie viele Leute haben denn gefordert? Weil ich habe hier noch keinen einzigen gesehen. Gerade waren es so 70. Echt? Gab richtigen Hype. Ist er heiß, oder was? Kann man noch einen vierten Tag dranhängen, den man nicht richtig geschlafen hat. Eigentlich. Mal gucken, wie viel am Ende noch zuschauen. Das droppt immer so um 3/4, wenn ich anfange zu lernen. Es droppt um 3/4? Ja. Also von 2000 bleiben noch 500 da. Ich wette, dass die Hälfte bestimmt noch zuschaut. Die Hälfte? Barius Maumann, Ladder Hype. Siehste? Ich überleg's mir. Hyped, Jungs! Wenn ihr genügend hypt, der Typ steht voll drauf, dann streamt er heute auf jeden Fall noch Legacy of the Void danach. So einfach geht das bei dem. Ihr müsst halt da ein bisschen mehr hypen. Du kannst auch das Barbie-Game zocken. Boah, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Oh, Blei. Hier, der Blexer schreibt, laber nicht, ich hab nur wegen dir gesubbt. Also, du schuldest deinen Fans was. Ja, ich weiß. Ja, ich überleg's mir. So, Blei hier mit dem Early Pool. Scoutet erstmal alle in eine andere Himmelsrichtung, findet aber Patience,
tatsächlich an letzter Stelle. Der hat aber noch nicht zugewollt. Selle kommt jetzt raus. Beilen wird nicht gesetzt. Oh, und da geht auf die Probe. Und auch der eine Selle hat ein Problem. Kann dann gegen die Linie nicht kämpfen. Also kann das Pilot nicht so richtig verteidigen. Derselbe muss aufpassen, dass er nicht surrounded wird. Oh, zieht die Probes mit dazu. Da kann Blei eigentlich nicht kämpfen. Aber er macht es trotzdem. Tradet hier seine Linie. Scheint so, als ob er kann. Und nimmt auch noch drei Probes raus. Also jetzt. Oh, tatsächlich. Da sind so wenig hier an der Echse. Aber Masa Shukor kommt zur Rettung. Alles gerettet. Alles platt gemacht hier. Ja, wenn man nicht gegen den Selle kämpft, kann man da bestimmt noch mehr rausholen, was Pro-Kills angeht und Eco-Schaden. Und baut einen Roach Warren jetzt. Und auf der anderen Seite sehen wir von Patience mal wieder die Robo. Wobei ich sagen muss, oft, wenn man Twitter so verfolgt, was die Leute... Ja. Was die Leute so? Ich war gerade abgelenkt. Was meinte der... Mit Gänsefüßchen wieder. Er versucht dich wieder zu snipen. Ach so. Meint er. Ach so, ja. Kann sein, dass ich halt wieder schlecht gelaunt den Stream beende. Je nachdem, wie es läuft. Da hat sich wohl jemand letztens mehrmals gesniped. Ja, ja. Das war bitter und hat auch mehrmals gewonnen, sagt er. Ja. Das ist natürlich immer das Nervigste, ne? Nur dann gegen irgendwelche Zuschauer. Nö, das ist eigentlich okay. Der Chat ist echt immer... Der Chat mit Verbesserungsvorschlägen ist immer das Nervigste. Ja, da kann ich... ich kann mich auch noch an einen Tag erinnern, wo du richtig abgeraged bist wegen dem Chat. Ja. Das sind alles immer Grandmaster-Spieler. Das sind alle besser wie du, ey. Vor allem taktisch. Die sind nur wegen den Mechanics in Bronze, sagen sie immer. So. Also, was ich sagen wollte auf Twitter, wenn man das so ein bisschen verfolgt, dann schreiben die Protoss eigentlich, dass sie... gern Carriers abusen zurzeit. Also Hack zum Beispiel, glaube ich, hat was drüber geschrieben. Und noch andere, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Aber Carrier... hier sehen wir sogar zwei Stargates jetzt. Und vielleicht gibt es sogar die Carrier. Ich würde mich ja freuen. Und von Blei auf der anderen Seite werden jetzt die ersten Roaches gebaut. Burrow ist gleich fertig. Speed ist auch schon im Bau. Und dann wird er über die Map laufen. Während der Patience... hat den Immortal erstmal vorgebaut. Da kommt jetzt der Scout von Blei. Der wird natürlich gleich noch in die Main fliegen und die zwei Stargates sehen. Und da kommen Void Rays. Also erstmal keine Carriers. Man kann durchaus zwei Base Carrier spielen. Mittlerweile in Legacy. Da kommt auch ein halluziniertes Oracle, das da alles abscoutet. Und von Blei, der bleibt richtig lange auf zwei Base. Also... ich glaube, eine Transition wird nicht einfach gegen Void Race, wenn das jetzt hier keinen Schaden macht. Dann kann er, glaube ich, dann kann der Protoss ihn einfach auf 2-Base halten. Und das will man natürlich nicht als Zerg. Hier gegen Protoss auf 2-Base bleiben. Wenn man sowieso die ineffizienteren Units hat, dann will man natürlich den Eco-Vorteil. Und da gibt es den Hydra Dent auf 2-Base. Also Blei committet hier völlig und will das Game dann beenden. Aber sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Patient schon mit zwei Immortals hier. Void Rap Production läuft auch auf Hochtouren. Boah, das wird ordentlich. Aber das überhaupt rafft, dass da Doppel-Stargate Void Rail kommt. Also er hat zumindest schon gescoutet. Und jetzt geht's hier auf die dritte von Protoss. Die kann er vielleicht nochmal snipen. Aber der Observer ist da. Die Roaches können sich nicht eingraben. Oder zumindest werden sie dann geklärt. Also ist natürlich ein bisschen nervig von Protoss, mehr aber auch nicht. Blei nimmt nämlich seine dritte auch erst gerade. Und die ist schon längst überfällig. Oh, was? Oh, ich dachte gerade. Da habe ich mich aber hart verguckt, ey. Was sagst du denn? Dass hier auch noch ein T2-Gebäude ist und der zweimal getaggt hat. Kann mal passieren. Ja. Und jetzt geht's hier drauf. Das sind nicht genug Roaches hier für drei Immortals und mehrere Void Rays. Schilde werden angedrückt. Ja, renn rein. Oh, viel Glück dabei. Alles zerplatzen hier. Boah. Also viel Schaden machen die drei Roaches jetzt nicht. Das war ein großes Investment für einen 2-Base-Zerg. Also, er ist jetzt sogar im Supply hinten gegen eine Void Ray Immortal Composition. Nur Tech-Units. Alles, was Gas kostet und viel Mineralien. Ja. Dann nimmt er nochmal ein paar einzelne Probes raus. Aber so richtig viel. Jetzt sogar noch Phoenixe. Ah. Ein Sentry, der in die Luft schießen kann, ist ihm klar geworden. Okay, das macht wohl nicht so viel Schaden. Lass es immer wieder fallen. Die waren schon so schwach, die sind fast durch den Aufprall gestorben, also. So, vier Void Rays sollen ihm reichen, so wie es aussieht. Jetzt kommen hier Hydras von Blei auf der anderen Seite, aber der hat natürlich ohne Roaches jetzt null Support. Da kommen auch noch ein paar Roaches hinterher, aber
Ja, im Supply ist er immer noch even. Und die Armee, wenn die einmal halt zurückfällt im Kampf, beziehungsweise halt nicht mehr die Überhand hat, dann zerplatzt es einfach alles richtig ineffizient. Oh, was? Patience schickt hier einen Immortal über die Map. Einzelnen. Also Rallye-Fehler vielleicht. Und ja, über solche Geschenke freut man sich dann. Weil ein Immortal kann einen großen Unterschied machen im Fight. Und jetzt gibt's hier High Templar noch dazu zum AirTag. Also da hat er ziemlich lang gewartet. Die Phoenix hätten harassen können, die Voidress hätten harassen können. Da steht er einfach nur zu Hause rum und macht gar nichts. Hat die dritte genommen. Vielleicht dachte er sich, er geht von hinten heraus mit 3 Base gegen 3 Base einen noch größeren Vorteil. Oh. Ich meine, er hat jetzt gleich einen Templars Archive, der kann jetzt gleich noch Storm reinsetzen. Puh. Grundsätzlich natürlich keine schlechte Ausgangslage. Also ich glaube, es wird für ihn jetzt erstmal nur noch besser. Na. Oh, da kommt der nächste Road to Rest, aber wird gescoutet hier von einem Observer unerkennen. Also ist hier mit Doppelscouting unterwegs. True Vision. Da gibt's die Vipern von Blei. Die können ihm tatsächlich noch. Alter, tatsächlich kann ich echt nicht mehr aussprechen. Sag mal tatsächlich. Tatsächlich? Ich sag immer tatsächlich. Tschechisch? Tschechisch? Ich hab voll den Sprachfehler. Ja, deswegen bist du Rapper geworden. Oh. Die haben wohl alle fast einen Sprachfehler. Da ist es aber dann Stil. Ja, das ist dann gewollt. Und Flow. So. Hat Pika Pika gesagt. Wie lange willst du das jetzt noch machen, ey? Ja, der war gut. Der war echt gut. So, Vipern sind jetzt hier auf dem Feld gegen High Templar. Und ich würde sagen, jetzt sieht es wieder ganz okay aus für Blei. Denn da kann er immer einzelne Units rausziehen und einzelne Units snipen, so wie den Phoenix hier. Zwei Templer werden jetzt gemorpht. Storm wird natürlich schwer. Also im Storm stehen bleiben sollte Blei da natürlich nicht. Der Protoss spielt tatsächlich aufs Late Game. Also nimmt hier die vierte Base, lässt sich da gar nicht unter Druck setzen. Und denkt einfach, ja, wenn ich solide stehe und hoch Makro, dann kann der Zerg sowieso nichts mehr machen. Und Blei, der geht auch auf die vierte Base. Aber ein bisschen später ist der Protoss, was natürlich untypisch ist. Jetzt würde ich so langsam mal mit den Vipern die ersten Units uptraden. Also ein bisschen rüberlaufen über die Map. Immer so eine Unit rausziehen, dann wieder zurück, wieder neue Energie holen. Das kann sehr, sehr teuer werden für den Protoss. Auf der anderen Seite kann der Protoss natürlich dagegen einfach seine High Templars benutzen und die Vipern hier feedbacken. Was dann natürlich richtig teuer für den Zerg ist. Also werden wir gleich sehen, wer hier die schnellere Reaktion hat. Er sieht das jetzt. Sieht die Viper-Armee. Oh, da gibt's den Parasit und da gibt's hier die ersten Feedbacks hier auf zwei Vipern. Und der Parasit macht hier noch richtig viel Schaden auf die Voidress, macht natürlich Flächenschaden, aber da kommt der Spread. Und jetzt auch gut verteidigt hier. Nächster Parasit wird jetzt gesetzt. Oh, wie und nervig. Er muss einfach nur den einen Voidray aus dem Kreis rausnehmen quasi. Und da kriegt noch einer Schaden. Die Feedbacks, die Vipern sind da sehr, sehr nah an den High Templar. Die haben echt viel Mut, die haben echt viel Mut. Und er kriegt's hin. Der kriegt einen Storm, aber... Nett. Nicht so schlimm, wie wenn eine Viper gefeedbackt wird. Aber 6 Kanonen hier, da kann er nicht einfach so drauf rennen. Der Templar jetzt wieder ziemlich weit hinten. Jetzt gibt's Ultras gegen 6 Immortals. Keine gute Entscheidung. Naja. Weiß nicht, da würde ich vielleicht über... Ja. Ja, schöne Blinding Clouds, jetzt gibt's hier die Storms, da kann er Bleisch... Richtig gut. Ja, läuft nochmal ein bisschen raus, aber... Der nimmt da so viel Schaden, also da ist alles hier nicht mehr ganz am Leben. Am besten immer ein Immortal rausziehen oder ein Voidray und dann wieder zurück. Aber das, was er jetzt macht, das kann nicht gut gehen auf lange Zeit. Wenn es da einmal in den Fight geht, dann stirbt einfach alles vom Blei. Ja, snipt den Arcan, macht er richtig gut. Jetzt die High Templar, macht er auch noch richtig gut. Jetzt aber wieder zurück. Sonst wird er überlaufen. Der Voidray wird in die Sporkula reingezogen, geht aber nicht down. Ja, du hast halt als Protoss gerade nicht so viel Lust reinzulaufen, wobei so viel eher nicht mehr da ist, eine Menge Ground, also normalerweise sollte er da einfach versuchen, da richtig zu fighten. Die Ultras kann ich einfach nicht verstehen, die werden einfach so schnell platzen. Die haben halt absolut gar keine Upgrades, das ist halt totes Supply fast. Oben an der da gibt's Harassment. Ja. Okay, 6 Kills. Ein paar Roaches. 6 Kills auf einem Zealot, auch nicht so schlecht. Jetzt gibt's Lurker hier, aber die dauern noch lange, also allein dieses Upgrade für das Lurker, dann braucht 125 Sekunden. Realtime. Da muss man natürlich auch noch die Hydras morphen.
Aber das ist ja buggy wegen dem. Replay. Echt? 75 Sekunden. Ist der locker dann. Okay. Ist halt jetzt nur hart. Siehst ja, wie schnell das da hochzählt. Ja, stimmt. Das buggt halt richtig hart rum. Dauert nicht ganz so lange. Und? Da sind die Viper mal wieder. Oh, die Phönixe. Ne, da geht's auf den Arken. Oh, der Ultra! Das war ein Zergling. Bloß, dass er viel größer aussah. Da gibt's eine Parasitbombe auf die Phönixe. Verteilen. Die nehmen so viel Schaden, ne? Oh mein Gott! Aber jetzt geht's hier. Also, die Parasitbombe gefällt mir sehr gut hier. Aber die Armee von Patience, die muss man erstmal schlagen. Könnte noch ein bisschen mehr Storms reinwarpen, weil AOE fehlte tatsächlich so ein bisschen. Wenn da so ein bisschen mehr Hydras im Mix sind, dann wird's hier schon schwer für den Patience. Aber die Lurker sind halt, glaube ich, noch krasser. Ja, da kommen sie. Da pusht er. Geht jetzt auf Creep. Wo ist seine Detection? Hat er wahrscheinlich verloren im Parasitensturm. Ah, stimmt. Hat absolut gar keinen Observer. Kein Observer mehr. Mutiger Kerl. Der Blei, der macht Creep Spread. Der hat hier noch 4 Roaches, um das Harassment zu defenden. Also Blei macht hier ein gutes Spiel. Hat sich da gut zurückgespielt. Und Patience hat ihm einfach unnötigerweise ein bisschen viel Zeit gelassen, sich da wieder ein Spiel zu kämpfen. Was gibt's da denn? Noch ein Rotaress. Und jetzt hat Blight ziemlich viele Lurker, die natürlich gegen Armor ziemlich viel Schaden machen. Wie er gerade schon sagt, hold Lurker und dann, wenn die drüber laufen ohne Observer, alles vernichten. Boah, das wäre so krass. Ja, Immortal ist natürlich auch Armored. Und der Blight, Static Defense. Okay, ziemlich viel. Jetzt kriegt ihr nochmal einen ziemlich großen Zeladron bei ab. Aber hat hier viel Spinecolor. Oh, geht unten gerade noch. Ah, jetzt klärt er erstmal, soweit es geht, alles. Oh, jetzt hat er hier einen Observer. Tja, was machst du da? Erstmal Harassment defenden hier. Mit den Hydras. Da sieht man halt, Hydras machen ziemlich gut DPS, aber sind auch ein paar Hydras gestorben. Ja, ich meine, die Upgrades 2-2 gegen 1-0 muss ja irgendwas bringen. Jetzt gibt's hier einen Runby vom Blei. Geht er auf die Kanonen. Es lebt natürlich nur noch ein Observer. Das heißt, wenn die Kanonen hier fallen, dann kann er hier wieder richtig ekelhaft das Roach Harassment auspacken. Wenn er jetzt einfach hier ein paar eingräbt und damit in die Main fliegt. Und ja, die Phönixe helfen hier aus. Blei konzentriert sich da nicht mehr drauf und verliert hier alle Roaches. Und baut jetzt 4 Ultralisken nach. Ich versteh's nicht. Er hat eine Armee gesehen, wo 10 Immortals drin stehen. Baut jetzt hier 4 Ultralisken, also... Ohne Upgrades möchte ich mal kurz dazu sagen, ja? Ja. Das ist halt wie totes Supply. Es bringt nichts. Ja. Gleich haben wir 3-2 Upgrades für die Immortals. Die knallen halt die Ultras weg wie... Oh, Blink schon geused gerade. Er hat nicht mal ein Speedling-Upgrade und baut jetzt hier 50 Speedlinge. Ich hoffe, das fällt ihm auf. Ja, da drückt das auch instant an. Und gleichzeitig hier gibt's Harassment von Patience. Der Blei, ey. Next Level. Die Stalker versuchen nochmal zu traden, was geht. Bevor sie halt getauscht werden gegen noch krassere Sachen, nämlich Carrier hier gerade. Die Lurker räumen wir gut auf. Und auf der anderen Seite sehen wir den Carrier tatsächlich. Ich hab's ja vorhin schon angesprochen, dass die tatsächlich... tatsächlich... Du hast echt einen kleinen Bug im Kopf. Ja, irgendwas ist da falsch. Wie hieß das nochmal, das Wort? Tatsächlich. Tatsächlich. Ja, dass die Carrier tatsächlich ziemlich stark sind. Mittlerweile, nach dem letzten Patch. Oh, War Prism. Sieht das nicht? Sieht's nicht. Könnte jetzt ein bisschen Schaden machen. Patience hat halt so gut wie keine Bank, also er kann halt kaum reinwurfen. Oh, die Sporkoller machen sogar das War Prism platt. Ist das ein Ernst? Oh, und jetzt geht's hier in den Fight. Die Lurker machen alle Kanonen auf einmal weg. Lightning Cloud wird auch nochmal gesetzt hier. Schön auf die potenzielle Position der Protoss-Armee. Die AT ist, bitte, tu mir das nicht an. Nicht verlieren, jetzt unnötig. Parasitenbombe wieder auf die Phönixe, macht so viel Schaden, oh mein Gott. Nur noch ein Phönix überlebt. Aber ich glaube, Patience hat auch richtig Lag. Also ich kann mir nicht mal vorstellen, dass er da schlecht micro, das ist einfach auch Lag. Boah, sehr schöne Defense, gefällt mir sehr gut. Vielleicht noch ein Spawncrawler für Detection. Aber ansonsten, Zeldrunby macht da, glaube ich, nichts mehr. Und Patience, ja, baut jetzt einfach Carrier durch. Blei kann weiter expandieren.
Und mit Parasitenbombe, glaube ich, werden es auch die Carrier schwer haben. Blei 100, also 200 Supply bei nur 38 Drohnen. Also viel mehr geht gar nicht. 160 Army Supply. Patience auf der anderen Seite mit 100 Army Supply. Aber alles steht hier jetzt. Oh, die Feedbacks auf den Vipers. Nice. Aber nicht getötet. Trotzdem alle leer hier. Keine Blinding Cloud. Kein Parasit. Kein Pull. Die Void Rays machen das. Alter, hör doch die auf. Ultras. Als wären sie gar nicht da. Vor allem, der Zerg kriegt auch nichts geupgradet. Seine Evo mal zwischenzeitlich gecancelt. Das 1-0 ist schon seit 18 Stunden im Bau gefühlt. Ich dachte irgendwie, das müsste doch jetzt schon 3-0 sein. Oh, da geht's drauf. Also ein Void Ray hat er geklärt, aber ein Ultra dafür verloren. Ist natürlich kein guter Trade. Und den Observer hat er, glaube ich. Boah, der Storm sitzt richtig krass. Der nächste Storm sitzt auch ganz okay. Feedbacks wären vielleicht nochmal gegen die Queen sogar ganz gut. Oh Mann. Thementag, Donnerstag oder Freitag? Freitag, Gesichtswinkel. Wo sind die Krawatten? Ich will die gerne mal sehen. Müssen wir eigentlich mal der Show jetzt zeigen. Die liegen auf Jans Platz. Die habe ich da hingelegt. Die sollen hier liegen. Das sind unsere. Ich will die haben. Also ich wurde letztes Mal geflammt für meine Krawatte. Kann ich gar nicht verstehen. Ja. Dabei hast du dich extra so professionell angezogen. Ich habe mir extra Tutorials gegeben. Eine Tagesschau studiert. Wie man sich anzieht. Anzieht, Körperhaltung. Ja. So einen Workshop habe ich auch noch gemacht. Aber auf Facebook. Komisch. Ja, die wissen es besser, ey. Und jetzt hat sich das Spiel für Blei. Also. Ich meine, er war jetzt richtig lange auf Low Eco. Hat halt gehofft, er kann das Spiel da beenden, denke ich mal. GG! Jetzt braucht er aber gleich noch eine Ersatzarmee, denn die hier. Da wird nicht viel übrig bleiben, wenn der nächste Fight fertig ist. Also kommt drauf an, wie ob er an die Carrier rankommt. Weil einmal so rechts klicken, dann sind auch alle in der Zeptoren down. Mit den Hydras, das kann funktionieren, aber meistens blocken halt Zealots, Arkans und der Rest das Movement der Hydras, sodass man nicht zum Carrier rankommt. Und eigentlich kann man dann nur Corruptor bauen gegen Carrier. Da baut nicht mal ein Spire, der Blei. Deshalb bin ich. Ah, die Echse kann er aber. Oh, geht auf die neue. Boah, die Knechte da aber ordentlich. Oh, kein Mothershipcorn der Armee, muss ich hier zurückziehen. Das kann eine Weile dauern. Der geht auf die Probes. Na, jetzt auf den Nexus. Das könnte nochmal knapp werden. Immortals nehmen natürlich instant seine Roach raus. Und Blei verzieht sich. Kauft da noch mehr Zeit. Kann jetzt natürlich Patience Armee out of position ziehen. Und hier rechts vielleicht was angehen. Patience sollte es aber jetzt gesehen haben durch seinen Observer. Ah, nimmt er nochmal einen Arken raus. Macht er hier gut. Und auf der anderen Seite nimmt er hier den Observer raus. Pusht jetzt auch hier runter. Aber die Base steht schon lange nicht mehr. Vielleicht geht er hier in die Natural rein. Das wäre natürlich was. Könnte vielleicht in die Production hier von Patience. Da sind Linge unterwegs, aber hat er extra Depth eingeworfen, nur um die Länge zu finishen. Und jetzt massig Observer hier, nimm die noch mit. Die sind später wichtig, wenn es an die Lurker geht. Oh Mann ey. Aber wie kriegt man das tot? Das ist die Frage. Beide wissen glaube ich nicht so recht, was sie machen sollen. Beziehungsweise was sie sich erlauben können. Blei kann sich auf jeden Fall keinen Trade bei seiner Base erlauben. Denn falls er den Fight verlieren sollte, dann kommen halt alle Reinforcements so einzeln für den Zerg. Das will man eigentlich nicht. Deshalb sollte man immer ja, zumindest ein Stück weit vor seiner Base fighten und nicht direkt Spider-Base. Aber wie krass das Spiel bis jetzt hier, nach weiß ich nicht wie viele Minuten das in Echtzeit sind, aber immer schon relativ viele, immer noch ziemlich even ist vom Supply. Ja. Weil ich das Gefühl habe, Patience halt mit der Army, die ist schon ziemlich gefährlich, auch gerade was die Upgrades angeht. Wir haben hier 3-2-2 Upgrades gegen 1-1. Oh. Also nur zweimal ein Attack für Melee und für Range. Oh, da gibt's jetzt vielleicht die Parasiten auf alle Carrier jetzt drauf. Oh, aber die Feedbacks auf den Vipern sitzen auch. Oh, die Hydras werden auch schon angegangen. Trotzdem, die Carrier nehmen mir viel Schaden, aber nur die Schilde sind bis jetzt weg. Und das war's dann auch.
Also da hätten jetzt nochmal 3 Stück gefehlt oder so, bis da die ersten Carrier Down gehen. Jetzt gibt's hier einen Push mit Immortals und Adepts. Den hat doch Bly eigentlich kommen sehen. Ich frage mich, warum er nicht defended hat. Boah, der Ultra. Schießt drauf. Welcher Ultra? 500 Lebenspunkte sind halt nichts für die Immortals. Boah, jetzt geht's hier mit den Schilden in die Spark... Boah, die Sparkler machen sogar richtig Schaden, ne? Wenn, ja. Bei den neuen Immortals. Boah. Gehen hier auch down. Oh, Lurker, die Altempler! Alle unter Lurker-Beschuss hier. Boah, sind die mutig. Es gehen nochmal ein paar down. Aber Bly im Supply jetzt doch schon ein ganz Stück hinten, also schwierig für ihn das zu halten. Vor allen Dingen, er weiß noch nicht mal, was er bauen soll. Er hat auch ein bisschen Gas. In Mineralien sind sogar noch 1.500 da, aber du hast nicht viel Spielraum. Ja. Hier, Eco für Patience läuft eigentlich auch ganz gut. Ja. Kann hier nochmal sogar expandieren, wenn er wollte. Und die Carry-Armee natürlich halt schon Brocken. Die muss man erstmal down kriegen hier. Und auch vor allem ohne Vipern, keine Parasiten, keine Yoinks, 3 Observer hier an der Front, 4 Observer sogar mit dabei. Aber Lurker sind ja eigentlich gar nicht mehr das Problem. Jetzt gibt's hier wieder eine Viper. Ah, da sind noch Vipern. Die braucht er. Also sonst kommt man sowas nicht mehr tot. Hier vom Protoss. Naja. Bly baut sogar nochmal Drohnen nach. Geht wahrscheinlich doch noch ein Stückchen länger. Seinen Gedanken, dieses Game. Ja, vielleicht kann... Oh, die Feedbacks. Er darf nicht gefeedbackt werden. Boah, 3 sind sofort gestorben von den Vipern. Ja, jetzt ist noch einer da, ne? Also, damit sieht es ziemlich düster aus. Oh, nächster Storm. Macht er hier gutes Positioning-Play hier, der Patience. Nimmt ja, jetzt die ersten Lurker raus mit seinen Carriern. Und die Hydra stehen hinten. Gehen die hier diese kleinen Flugzeuge an. Interceptoren. Und eigentlich will man natürlich den Großen töten. Aber nächster Storm sitzt hier richtig gut. Die Viper werden nochmal gefeedbackt und da läuft er einfach drüber. Also die Carrier einfach hier nicht zu schlagen für den Bly. Er baut hier nochmal eine Viper nach. Hat 200 Mineralien, aber Zerklinge helfen da natürlich auch nicht mehr. Und absolute Zerberstung, würde Silvano jetzt sagen. Hier in dieser letzten Map im Best of 5, Cactus Valley. Bly unterliegt hier Patience, somit 3-2 für Patience, der sich hier durchsetzt in einem atemberaubenden Spiel. Ich